Als ich nach Deutschland gekommen bin, ich wurde mit Respekt voll behandelt. Oder die Leute haben sich mit mir sehr gut verhalten. Ich habe neue Sprache gelernt. Ich habe neue Leute getroffen, neue Kulturen. Ich bin jetzt mehr offen. Ich habe jetzt auch Bachelor-Degree. Ich fühle mich total anders. Wir fokussieren uns auf alles. Wir lernen viele Programmiersprache, wir lernen viele Grundlagen der Messtechnik, Elektronik und was Schönes in unserem Studiengang, man kann irgendwo arbeiten. Man kann doch in Firmen arbeiten, in Krankenhäusern, in Fabriken, oder wie heißt das? Ja, arbeiten. Eigentlich, ich komme aus Syrien. Ich bin hier um 2015 nach Deutschland gekommen. Alles wie fast jede Flüchtlinge, einfach über das Meer. Ich habe meine Abitur in Jordanien absolviert. Deswegen musste ich ein Jahr extra machen, das heißt Studienkolleg. Und ich habe einen Platz in Leipzig gefunden. Das ist ein Vorbereitungsjahr für alle ausländischen Studenten, die ihre Abitur nicht so gut wie die deutsche Abitur ist. Das, was ich doch in meiner Hochschule liebe, dass zu jedem Fach gibt es ein Praktikum, die man absolvieren muss. Direkt am Praktikum arbeitet man direkt mit den Geräten. Unsere Hochschule bietet viele Möglichkeiten. Ich mag unsere Cafeteria. Es ist sehr schön, klein, hat doch eine Terrasse. Das Essen dort ist, ehrlich zu sagen, sehr gut. Es gibt auch viele Süßigkeiten und man merkt, dass man stört die anderen nicht, wenn man doch laut ein bisschen spricht oder mit Freunden sich trifft oder doch ein bisschen länger alles erwartet, dort bleibt. Und die Mitarbeiter sind super nett. Die Kosten, ja, müssen wir nur das Semesterbetrag bezahlen, wie jeder andere Student. Wir sind ein Teil der Uni. Und ja, Bücher haben ein bisschen gekostet, aber als ich Flüchtlinge bin, hat den DAAD die Kosten genommen. Wie jeder andere Student bei Studentenwerk auf eine Wohnung oder Einzelwohnung, egal was es gibt, bewerbt. Sie haben mir das Angebot auf eine WG mit einer anderen Mitbewohnerin gegeben. Und ich wohne, ehrlich zu sagen, im Paradies, weil mein Studentenwohnheim direkt neben der Hochschule ist. Und ich brauche nur 15 Minuten zu Fuß und bin ich dort in die Vorlesung gekommen. Ich musste eigentlich, weil man ist hierher gekommen und ohne die deutsche Sprache, man ist begrenzt. Deswegen wollte ich doch immer das beherrschen in studentischen Organisationen. Jeder hilft, wenn man doch grammatische Fehler macht oder ein Wort nicht gut ausdrücken kann. Ja, auf jeden Fall. Seit ich nach Deutschland gekommen bin, fühle ich mich total sicher. Ich mache mir keine Sorgen über irgendwas, was ich vorher gemacht habe. Ich muss nicht denken, ja, ich finde morgen kein Essen oder keinen Platz zu schlafen oder keine Zukunft. Es gibt immer Möglichkeiten. Die Stadt hilft immer dabei, die Beste zu finden.
Deutschland, auf jeden Fall, ich empfehle das, wenn man doch an seine Zukunft, an seine berufliche Zukunft, eine sichere Zukunft denkt, wenn man doch ein besseres Leben denkt. Es gibt viele Möglichkeiten, man muss wirklich keine Sorgen machen.